Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft Dragorolia. Oh, Roleplay, genau. Ja, wir haben das letzte Mal Stream gemacht am 23. und sind ein bisschen in der Farmwelt herumgelaufen. Oh, und es gibt Weihnachtsgeschenke zu tun. Ui. Genau, das gab es ja auch noch. Ja, wir haben viele Blöcke. Blaues Eis vor allem geholt. Und ein Räucherofen. Den könnten wir eigentlich jetzt hier austauschen, also hier hin tun. Und dann haben wir noch einen anderen Block geholt. Ah ja, vor allem der Braustand. So. Machen wir noch einen Braustand und zwar hier hin, aber ich habe gar keinen Block. Könnten die Crafting Station dorthin tun. Crafting Table. Und ich muss wieder mich gewöhnen. Ich entwöhne mich immer, wenn ich längere Zeit nicht spiele. So. Dann haben wir das. Noch bis Kohle auffüllen. Und Knochen. Fäden. Und hier ist das Lagerfeuer, das wir abgebaut haben mit der Sick Touch. Eisenspitzhacke. So, nehmen wir das orange Bett mit. So, ein bisschen abwechseln mit der Farbe. Jetzt habe ich ein paar Sachen. Zum Beispiel eines. Ich möchte ja jetzt endlich das Haus bauen. Und das machen wir am besten jetzt hier dran. Hier vorne. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ab 8. Können wir das dann gleich dran bauen. Und hier oben mache ich immer so Aussichtstürmchen. Und also das war's, okay. Das hier, das Teil, dachte ich, es sei irgendwie ein Händler. Ein fahrender Händler. Jetzt gehen wir noch kurz die Kühe füttern, damit wir genug. Ja, ich brauche mir jetzt nicht machen. Das mache ich dann nicht mit, also im Part drin. Der Helm ist bald kaputt. Was wir machen müssen, ist jetzt meinen und nochmal so eine Spitzhacke herstellen. So, craften, also verzaubern wir die. Mit hoffentlich etwas Gutem. Ja. Und eben frohe Weihnachten alle. Dankeschön fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Es ist momentan sehr schwer mit YouTube. Man kann eigentlich. Ah, endlich Glück. Ich kann endlich mal ja, so ziemlich viel anders machen. Ich habe irgendwie nicht so viel Bock auf viel aufnehmen und viel Livestream momentan. Hoffentlich versteht ihr das, weil ich bin momentan echt fit und möchte natürlich eher ein bisschen Sport machen. Und das schlägt schon ein bisschen meine Aufrufen nieder. Also, wenn ihr Lust habt, mich zu unterstützen, macht es ruhig. Ihr werdet es. Also es wird sich sehr lohnen für euch und für mich. Und wenn ihr auch auf den Server kommen wollt, es ist ja leicht. Minecraft kaufen, wenn ihr es noch nicht habt, dann einloggen. Dann 1.15.1 ist es, glaube ich, jetzt starten. Und dann könnt ihr auf den Server, wenn ihr die IP-Adresse habt, die IP-Adresse bekommt ihr übel. Also, Home-Mine. Nicht Help-Mine. Ich brauche meine Hilfe nicht für die Mine. Ja, machen wir hier weiter. So, jetzt haben wir eine bessere Spitzhacke. Jetzt droppt es auch mehr von den Erzen. Also nein, nicht von den Erzen, von den anderen Sachen. Das ist auch nicht schlecht. Kommen wir ein bisschen schneller vorwärts. Jetzt muss ich gleich mal kurz schauen wegen dem Sound. War letztes Mal ein bisschen leise bei euch. Dann stelle ich hier mal ein bisschen tiefer und dann den Ton ein bisschen höher. Geht es für mich auch relativ gut. So,
Ich hoffe, es stört nicht. Also, ich habe im Video bemerkt, dass es einfach leise ist. Als bei mir in der Aufnahme. So. Ja, die Stammzuschauer sind nicht da. Also, die Stammserver-Nutzer von mir. Keine Ahnung, was sie jetzt gerade machen. Also, der Slappy Bummer ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuscht, dass der andere Server so schnell weg war. Aber da kann ich echt nichts dafür. Naja, ist klar, die Leute zocken auch schon Ewigkeiten Minecraft. Die haben eventuell nicht wieder Bock, immer wieder neu anzufangen zu müssen. Aber der Server bleibt, der lasse ich an, egal ob nur null Zuschauer oder so drauf kommen. Ja, das kostet echt nicht viel. Irgendwann kriege ich auch mal ein bisschen Leute über, ein bisschen Publikum. Sind halt alle, die momentan wirklich ganz aktiv sind auf dem Server, Regnum-Fans. Das ist klar. Die haben nichts anderes als Regnum im Kopf. Das ist klar. Das ist mit Abstand das beliebteste Projekt, außer vielleicht mal ein paar Verfexer, die ersten zwei Parts von der Metamorph-Liga. Das ist halt auch klar. Das ist etwas Tolles, das Neues und so. Und deshalb. Und ja, ich bin ja dran, jetzt eigentlich aktuellere Spiele und so zu spielen. Es geht schon wieder hoch, aber ihr dürft gerne helfen. Es gibt einen Spendenlink, es gibt Playlists unten, wo ihr weitere Videos von mir sehen dürft, könnt, wollt, wenn ihr es wollt. Und ja. Aber es geht eben kaum etwas ab und das tut mich schon ein bisschen bedrücken. Also, ich bin halt auch ein Mensch, der ein bisschen etwas erreichen möchte und so. Und deshalb ist es auch schwer für mich. Und Diamanten wollen einfach nicht kommen. Diese bösen, bösen Diamanten. Ja, wie das Geld kommt bei mir, ja, die Diamanten einfach gar nicht. Bin so schluckearm langsam. Kann kaum mehr auf den Beinen gehen. Ja. Bin so traurig. Vor allem Champions of Regnum mega viel kostet. Und das Server halt einfach von mir geschluckt werden muss. Naja, ist jetzt wirklich nicht so schlimm, aber. Entweder werde ich auch Retro-Spiele ein bisschen spielen. Also ein Titel, den ich unbedingt spielen möchte, wenn er ein bisschen ankommen könnte, möchte wird, dann Regnum, Regnum, Grandia und Secret of Mana. Das sind so zwei meiner liebsten Spiele. Wenn endlich mal Alundra 1 und 2 rauskommt in einer guten Version, dann würde ich die auch noch Let's Playen und vielleicht auch The Legend of Zelda, die Teile von Legend of Zelda. Halt über einen Emulator. Keine Ahnung, wie man das am besten sonst macht. Müsste halt eine Switch kaufen und eine Switch übertragen, aber das kann ich ja dann längere Zeit auch nicht machen. Ja. Zuerst mal den zweiten Bildschirm für die Livestreams. Genau. Also Glucke kommt endlich. Und ja, ich nenne es wahrscheinlich um in Let's Play Minecraft. Nicht Roleplay, weil ich halt einfach kaum Roleplay machen kann. Also das wir jetzt hier meinen und ja. Ich einfach mehr bauen sollte, aber ich kaum Zeit habe, während den Pausen zu bauen. Also ich habe kaum Pausen. Wenn das Spiel ein bisschen weiterführen könnte. Also der aktuelle Server. Ja, müssen wir ein bisschen Geduld haben. Es kommt leider immer noch nichts. Ich habe Glück, Spitzhacke, aber es droppen keine Diamanten. Ja, schade, dass die Erze nicht verdoppelt werden. Hat das irgendwie einen Grund? Weil Erze können doch auch verdoppelt werden, sind ja nicht auch etwas, was existiert, oder? Was macht Glücks 2? Also die Chance, dass doppelt so viel kommt, erhöhen.
Und Glück 3 ist dann verdreifachen, also. Oder vervierfachen, weil die vereinfachen ja schon. Also Glück 1 schon verdoppelt. Oder halbiert. Also ein halbes dazu bekommt. Also jetzt mal schauen. Wie ist die Chance? Wir haben 0 Diamanten. Wir haben einen Diamanten. Wir haben 4. Also verdreifacht sogar schon die Chance. Und jetzt 5. 8. Verdreifacht wieder. 9. Also 9 aus 5. Oder 4. Und das ist jetzt 4. Gar nicht so richtig geschaut. Okay, sehr schön. So, jetzt sind wir gleich Level 30. Dann machen wir noch etwas anderes kurz. Und ich meine dann einfach noch ein bisschen weiter. Wenn, ja, wenn ich ein bisschen Zeit habe. Haus. Ja, schon wieder Nacht. Komm auf Server ist Nacht. Ich gehe zurück aus der Mine, ist es noch. Ja, weil halt überall Monster hier spawnen. So viele Erze, ich habe schon wieder volle Kiste. Hi. Und ja, das andere Zeugs geht halt auch schon wieder weg. So, der Stein kommt wieder in die Kiste, wo ich Stein habe. Hier. In die Hölle, ja, könnten wir gehen, ja. Sollen wir nochmal so eine Diamantspitzhacke verzaubern? Oder mal ein Schwert? Komm, ein Schwert. Und ein Bogen. Ich habe aber zu wenig Fäden. Nein, ich habe genug Fäden. Wir müssen das taktisch ausnutzen. Nehmen wir einen Bogen. Nehmen wir ein Schwert. So. Und auf gut Glück. Also ich werde wahrscheinlich nicht umbenennen. Rückstoß, nee. Stärke. Rückstoß oder Stärke. Ich mag Rückstoß nicht. Wobei. Nee, zuerst Stärke. Haltbarkeit und Stärke. Einfach einen besseren Bogen. Ja, haben wir auch Stärke 4. Ja, gut. Also. Schauen wir noch mal kurz. Wo waren wir das letzte Mal? Oder? Eis waren wir das letzte Mal. So. Kein Boot. Wollen wir noch ein bisschen Eis noch bauen? Nee, das. Die Spitzhacke geht bald kaputt. So. Hoppla. Heute so viel Sport gemacht an Heiligabend. So viel Sport gemacht, dass ich jetzt total müde bin und ich wollte eigentlich heute drei, vier Parts direkt um aufnehmen und XP Booster. Nee. Ja, mit Umschalt tut man besser, also tut man überhaupt schwimmen. So, gucken wir mal. Das ist ein ganz runder Raum sozusagen. Kurios. Weil wir ganz viele von den Tränken herstellen müssen. Hey, kannst du mal bei mir bleiben? Gut, in die Richtung müssen wir jetzt gehen. Gleich hier durch. In die Savanne scheinbar dort. Ah, ist Tiger, hä? Okay, gut.
Sieht das wie ein Haus dort, aber es ist nur eine Wand, die ein bisschen Zinnen hat. Ja. Also ich werde sicher bald nicht mehr so mit OP Ausrüstung rumlaufen. Also jetzt werden wir einige Zeit rumlaufen mit OP-Sachen, damit wir auch ein bisschen Loot bekommen und so, jetzt nicht immer ums Leben kümmern, fürchten müssen. Dann werde ich irgendwann mal wieder mit Lederrüstung oder so herumlaufen, damit ja wir auch einen Style haben, also eine Farbe. Und ja, eventuell geht es einen Tag in mit optischer Rüstung, aber das ist ja eher ein Mod. Müssen wir schauen, dass wir da noch Mods einfügen. Vielleicht, ja, blöd eher dazu da, Mods zu nutzen, anstelle von einfach Vanilla. Damit wir ein paar mehr Features haben für Roleplay. Vielleicht wollen die Leute wegen Roleplay nicht auf den Server kommen oder so. Eben, es ist keine Pflicht, ihr dürft da frei herum spielen, wie ihr wollt. Aber es ist natürlich schon cool, Rollenspiel, nur müsst ihr halt auch etwas leisten können. Ist eventuell nicht so für Jüngere. Aha, das habe ich doch gesehen. Und ist das ein Haus? Nee, das ist ein Spawner. Cool. Skeleton-Spawner da. Ich habe einen gefunden. Was ist ein Skeletten-Spawner? Das Skelett ist ja hier. Guten Tag. Was möchten Sie? Haben Sie ein Problem? Ja, mit sich selber? Okay. Tschüss. Ja, gut. Also ein Dorf und ein Zwaner. Krass. Tolle Folge. Nehmt vielleicht nicht alles mit. Na doch, komm. Ja, rote Beete sammeln. Aber goldener Apfel. Und ein Sattel. Endlich ein Sattel. Heil. Ich brauche die Axt. Weil ich die Axt mache. Die Axt mache. Ich mache die Axt. Die Axt im Walde. Die Sonne untergeht und die Nacht bleiben wir zusammen. Im Schein scheint der Sonne. Verdammt. Hä? Ah, da oben. Im hellen Schein der Flamme. In extremer Feuertaufe habe ich jetzt so ein bisschen gefunden, das Lied. Ich kenne es noch nicht gut. Ich kenne sowieso die Lieder meistens nicht so gut. Wie andere Leute schon nach dem ersten hören oder so. Bei mir geht es immer länger. Aber ja, das ist halt so bei ADHS. Die Ablenkung ist zu groß. Ja, also nehmen wir die gleichen Sachen in den Dörfern. Ich brauche mal andere Sachen. Und immer sind die gleichen NPCs, weil die noch keine verschiedenen Arbeitsgeräte haben. Geräte. Das Gerät. Das war damals einfach der Burner mit dem Döner gebaut. So, ein neuer Helm. Oh, neuer Rissi. So, der nächste Spieler, der hier nachschaut, merkt, wieso ist alles kaputt? Ja, sicher. Ah, dummes Dorf. Doofes Dorf. Ist nichts für mich da. Ich gehe auf dich los, du kleiner NPC. Tsch. Oh, Sumpf. Blumen. Blumen.
Ganz viele Blumen. Drache, der Blümchensammler. Der Drache, der ein Blümchen sammelt. Die Blümchen sammelt. Jetzt wird es wieder Nacht. Gut für die Schleime. Jetzt muss ich auf den Bogen kurz raus. Ne? Wir könnten noch ein paar Seerosen mitnehmen. Weil die sind gut für die Getreide, also die Weizenfarm. Damit man nicht immer im Wasser reinsteckt, sinkt. Wie sozusagen als Aufhalt. Zum Aufhalten, ja. Aber ein schöner Sumpf. Ist auch ein bisschen sicherer. So viele Monster ringsum spawnen können wegen dem Wasser. Ja, das ist praktisch. Oh, ein Enderman, okay. Ich gehe am besten mal hier runter. Ist gerade kein Creeper, gut. Hä? So konnte ich nicht lang. Irgendwo angeeckt am Ding. Ja, gut. Hey, wo gehst du jetzt wieder hin? Du kannst doch nicht einfach abhauen. Hast du Angst vor mir? Nein? Ja, gut. Das gibt's halt auch noch. Du Memme, hey. Gib mir jetzt mal eine Enterperle, du Schleimer. Schleimer, Schleimer. Viel zu schnell. Das ist viel zu schnell. So, jetzt mal eine fette Wucht. Wuchtschlag. Nixe. Schleim. Ich brauch Schleim. Aua. Das zahlst du. Krankenkasse zahlst du, hä? Tschüss. Du auch. Alles bezahlen. So, was machen wir jetzt? Kurz mal abhauen. Wieso explodiert das so weit weg? Irgendwie sind. Ja. Weiß nicht, ich brauche halt einen besseren Anbieter, einen Host. Heißen. Was legen wir ab? Was denn? Was denn? Ich brauche den Loot. Loot. Nein, den richtigen Loot. Habe ich jetzt Schleim? Hä? Sammle doch den Schleim ein, wenn ich doch auf dem Schleim bin. Gut. Wo haben wir denn nochmals? Wo haben wir den anderen Schleim? Gehen wir auf den los. Da ist nämlich auch noch eine Spinne. Ich brauche ja die Fäden wieder für die Bögen. So, danke für den Faden. Ich habe den roten Faden getroffen. So, Skelett gegen Skelett. Hallo. Beim Enderman macht er einen mega Bogen und hier nicht. Okay, hier habe ich auch voll aufgezogen. Ich kann nicht mehr treffen. Ich bin schnapsbesoffen. Mann, die machen immer zu viel. Zu viel Erdanziehung. Ach komm. Hey, hallo. Schupf mich nicht. Tschüss, Skelettchen. Aua. Boah, viel zu viel. Tschüss. Ich geh heim. Hey, fertig mit der Party hier. Ah, schon diesen Creeper.
Vielleicht ist die dort oben, das sieht nach einem Blumenbiom aus. Aber eher nicht. Eigentlich möchte ich zur Wüste, aber da waren wir, glaube ich, schon. Ja, es soll halt wieder Tag werden. Müssen kurz schlafen. Bleib mal ein bisschen unter Wasser, ein bisschen schneller. Das automatische Auftauchen ist ein bisschen nervig. Ha, Piranha. Der Untergang der Menschheit. Ja. Die Killepara. Aua. Die Piranha ertrinkt. Ja, dann gehen wir am besten zurück. Ja, ich habe jetzt sowieso volles Inventar. Das ist doof. In Minecraft immer volles Inventar. Bei Path of Exile immer volles Inventar. Bei Regnum immer überladen. Das ist einfach blöd. Ich mag das nicht. Ich will einfach Platz haben in meiner Tasche. Für eine größere Tasche. Was ist das? Das ist ein Dorf, ja? Sah aus wie ein, wie sagt man denn, Pillager-Ding, ja. Jetzt ist es besser gespawnt sozusagen. Ja, ich sollte mal noch ein paar Homes löschen, weil zu viele Homes sollte man nicht haben. Sonst ist dann bald irgendwann mal der Speicher voll und dann kann man nicht mehr online. Das ist nicht so doof. Nicht so gut. Boah. Heftigst. So viele Monster, die spawnen. Was sind da? Ah, ein Wüstenzombie, ja. Sehen auch viel anders aus als im Hauptspiel. Krass. So, was haben wir denn? 27, ja. 27 Minuten ist ein super Bartlänge. Tschüss, Creeper. Ich brauche Spinnen. Die Spinnen, diese Spinnen. Aha. Dachte, das wäre auch eine Spinne. Ist hier drin, was wir brauchen? Ja, können nichts gebrauchen, ne. Und eben voll Inventar. Volles Inventar. Ha, ja gut. Die Hälfte des Gartens ist einfach in einer Höhle. Sieht wenigstens cool aus. Auch wenn sie sinnlos sind. Da ist auch noch ein Stückchen Garten. Gehen wir hier einfach hoch. So. Prima. Nehmen wir doch Goldklumpen anstelle einem Eisenklumpen mit. Sehr gut. Oh, ganz viele braune Wolle. Braune Banner. Also dann, ja, haben wir hier einen schönen Ort gefunden. Ich werde nochmal ein bisschen meinen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss.